die Mission und das Ziel ist, Renault wieder nach vorne zu bringen. Es dauert Zeit, es geht leider nicht in ein, zwei Monaten. Dafür ist die Formel 1 einfach zu kompliziert und die großen Teams machen einen extrem guten Job. Wir haben gut gearbeitet in den letzten Jahren, aber natürlich will man im sportlichen Sinne immer mehr. Es muss immer weitergehen, die Erwartungen steigen natürlich auch Jahr für Jahr. Wir sind ein großes Werksteam, haben gute Budgets zur Verfügung und dann wird natürlich auch dementsprechend erwartet. Wir können nicht wirklich mit vollem Selbstbewusstsein sagen, klar, jetzt geht's aufs Podest und da sind wir dieses Jahr permanent gebucht. Ich glaube, das haben wir noch zu beweisen und auch noch eine Menge Hausaufgaben zu machen davor. Natürlich will ich mehr und ich will darauf und will natürlich irgendwann auch mal ein Auto haben, was mir das erlaubt, wirklich um Rennsiege mitzukämpfen und permanent an der Spitze zu kämpfen. Ich habe jetzt mit Big Dan einen sehr starken, guten Teamkollege, der für mich auch eine sehr gute Referenz ist. Und natürlich will ich diesen Podiumswahn brechen, lieber früher als später. Klar ist das für mich auch eine Herausforderung, gar keine Frage, gegen ihn zu bestehen. Und auch interessant für mich zu sein, mit ihm zu messen und auch gewisserweise über meine Zukunft entscheiden, wo das hingeht.